Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Sailing World. Ja, heute gibt es mal zum allerersten Mal bei mir den Bosskampf. Den habe ich noch nie gezeigt. Ich habe nur gerade gesehen, der ist offen, weil wir haben gerade mal... wir haben gerade 3:30. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das reicht aus, um... ich wusste gar nicht, dass es spät kam mit dem Bosskampf. Ich habe damit eigentlich früher gerechnet. Aber egal. Scheiß drauf. Okay. Also, ihr wolltet mal sehen, wie ich den Boss hier mache. Ich zeig's euch. Mal gucken, ob ich das immer noch hinkriege, dass ich den platt mache. Ich bin mal gespannt. Ja? Wir gucken mal. Ich mache das aber mal auf Automatik. Oh ne, ich will nicht auf Automatik. Warte mal. So. Boom. Zack. Mal gucken, ob ich ihn noch platt kriege. Ich weiß nicht, ob es mit dem Team immer noch klappt. Aber wir versuchen unser Bestes. Zack. Boom. Nochmal die Stunt hier. Jetzt kommt noch Halloween Army. Jetzt nimmt er auch noch mal mehr Schaden. Wow. Oh shit, jetzt habe ich... Aber ihr seht schon, der macht ja kaum bei mir Schaden. Was ist das, ey? Ja, also, er hat meinen Tank noch nicht mal ansatzweise irgendwie... ne? Muss ich euch ja nicht sagen. Ihr seht das ja selber, wie er gerade übelst am zerfetzen ist. Ich glaube, ich kann ihn sogar auf Automatik stellen. Gucken wir uns das ganze Schauspiel auf Automatik an. Dann könnt ihr mal schön sehen, wie ich das Ding in seine Einzelteile zerlege. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Müsste eigentlich reichen, die Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden. Wir haben jetzt die fünfte Runde. 35. Mein Ray und mein Garb schlagen sich tapfer. Ja. Also er kommt, glaube ich, vielleicht schafft das noch nicht mal jemanden von meinen Leuten zu töten. Das wäre natürlich der absolute Knaller. Ne. Aber ich glaube, selbst wenn ich den schon in der ersten Runde jetzt platt mache, dann sollte ich schon in den Top 100 sein. Definitiv. Sollte auf jeden Fall locker klappen. Ja. Also ihr seht schon, das Vieh ist gleich down. Ja? Und meine Tanks haben immer noch halb for life. Hätte ich jetzt noch einen Heiler drin, würden die wahrscheinlich gar nicht down gehen. Also noch nicht mal annähernd satzweise. Aber ich glaube, die gehen sowieso nicht down. Selbst wenn er jetzt die Tanks down kloppt, also die hintere Reihe, kriegt er nicht mehr kaputt. Allein schon, dass Ray da drin ist und den Damage halt runter macht. Ne? Und jetzt gleich geht das Mistvieh down. Schön, dass ich euch das mal zeigen konnte. Ich wollte das schon immer mal machen. Ich habe das jetzt nicht gerechnet, das ist quasi so spontan entstanden jetzt. Boom, da ist er viel weg. Seht ihr? Das passiert, wenn man das Vieh tötet. Nix. Man kriegt nichts. Außer ein bisschen Gold. So, 10.000 Gold. Naja, immerhin. Besser als nichts, ne? Und mein Ranking ist direkt 19. Krass, oder? Krasse Nummer. Ja, ich brauche gar nicht nochmal gegen antreten, weil meistens bleibt man dann auf 19. Weil die anderen kriegen ihn auch alle tot. Und was willst man da noch machen? Ne? Ist, glaube ich, dann, wer kriegt ihn als erstes tot oder so? Okay. So, wir gehen weiter in den Arena-Kampf. Wir sind heute wieder schön in der Arena zugange. Heute PvP und so. Ne? Gucken wir mal. Ich stelle erstmal wieder den Multiplikator ein, dass ich das selber machen kann. Und gib hier mal ein saures dem Till. Ne? Den kriege ich, glaube ich, den müsste ich eigentlich locker platt kriegen. Theoretisch. So, jetzt kommt noch die Damage-Verringerung. Die wäre vielleicht cool gewesen, wenn die einen Moment früher gekommen wäre. Aber egal. So, boom. So, sein Inneln ist weg. Schade, ich hatte gerade gestunt. Aber Wurst. Wurstsemmel. Wir kriegen das schon hin. So, Garb. Boom. Garb gegen Garb. Wer gewinnt? Garb gegen Garb. Ah, aber dass mein Ding ist hier gleich weg ist, das nervt mich so ein bisschen. Aber egal, sobald der Tank weg ist, ist mir das egal, ob das goldene Zorro kaputt geht. Aber wenn ich Glück habe, bleibt er sogar noch am Leben. Aber nur wenn ich Glück habe. Dafür müsste ich aber jetzt den nächsten Angriff überleben. Jawohl. Läuft. Platt haben wir. Platt ist er. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil die Leute, die jetzt hier noch sind, die sind ein bisschen stärker. Minion vor allen Dingen, der haut richtig auf Kacke. Der wandert aber gerade zur Zeit zurück. Ein bisschen vom Platz her. So, machen wir mal den 29. Minion ist übrigens der Account, den ich beim letzten Mal euch angeboten habe. Einer von euch hat den, glaube ich, sogar auch gekauft, so wie ich das mitgekriegt habe. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden, ja? Kannst ja mal ein Statement ablassen unter Video, ob du zufrieden bist mit dem Charakter. Alles einwandfrei gelaufen ist, dann freue ich mich, ne? Kann man ja auch mal guten Feedback. Weil ich habe jetzt schon wieder einen Charakter im Angebot. Falls er nicht jetzt schon weg ist, ich weiß ja nicht, wie ihr euch darum geprügelt habt in der letzten Folge, wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch die letzte Folge an, da stelle ich wieder einen Charakter vor, der im Angebot gerade da steht.
Und der gehört zu einem der besten Bones auf dem Server. Überlegt's euch. Dann könnt ihr den nämlich erwerben. Falls er noch nicht weg ist. Ne? Ist natürlich Grundvoraussetzung. Ach du Scheiße, ich kriege hier gerade voll auf die Mütze im PvP. Soll aber nicht so wirklich schwer sein. Also wir kriegen das schon ein bisschen näher. Wäre gelacht werden. Ne? So. Gib alles. Ob ich das noch hinkriege? Ja, wenn Zoro jetzt noch in die Ulti geht und ich Gab und Ray gleichzeitig wegkloppe. Nein! Ach, 2,1, immerhin. Dann könnte es sein, dass ich diese Runde sogar noch gewinne. Den habe ich jetzt gegeben. Ich glaube, das schafft er nicht mehr. Da kommt er nicht mehr drum rum. Boom, weg ist er. Das war quasi Rettung in letzter Sekunde. So, Kingdom brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Der haut mir die Nase hinten ins Rückenmark. Wir kämpfen jetzt mal gegen ihn hier. Er hat auch einen goldenen Char. Aber nur einen goldenen Enel. Das geht noch klar. Ich finde den goldenen Enel, ich weiß nicht warum, den finde ich nicht so schlimm wie Kizaru. Kizaru ist echt tödlich. Auch schon unter Gold ist er schon richtig gefährlich, wenn man den gut gepusht hat. Es ist dann schon ziemlich hardcore. So. Tack, tack, tack. Läuft. Boom. Reingezimmert. Und hier auch nochmal eben. Tack, tack, tack. So, Gab. Gab! Jawohl. Bam, bam, bam. Ja, es könnte gut gehen. Wenn ich jetzt mit Zorro. Nee. Okay, hinter der Heiler ist schon weg, das ist gut. So, jetzt muss ich nur noch seinen blöden Tank wegkriegen. Dann könnte das vielleicht noch gut enden hier. Oh, das hat wehgetan. Das hat gesessen. Das war jetzt, glaube ich, auch mein Todesurteil. Wäre das jetzt nicht passiert, dass er meinen Gab weggekloppt hätte, hätte ich die Runde wahrscheinlich noch gewonnen. Aber so, keine Chance. Da war der Stunner jetzt da. Ja, ich krieg Gurusei nicht gekillt. Das wird nix. Aber vielleicht krieg... Ja doch, vielleicht den Gurusei krieg ich noch hin. Boom! Tschüss Gurusei. Aber das war's auch. Den Rest krieg ich nicht down. Das kann ich, glaube ich, knicken. Weil wenn ich jetzt gestunt werde oder so, ja... Das war abzusehen. So, 3 Spiele, also 3 mal PvP habe ich schon gemacht. So, jetzt geht's ab in die Instanzen. Ne? Wir müssen ja auch da mal ein bisschen nachlegen. Hier können wir mal schön auf Automatik stellen. Ja, wie gesagt, in der alten Folge, also in der letzten Folge am Montag, habe ich euch den Charakter von Dino vorgestellt, der den halt seine Spielzeit zum Verkauf anbietet. Wenn ihr Interesse habt, guckt es euch an. Ich habe schon wieder wahrscheinlich die Kisten nicht verkauft. Doch, habe ich verkauft. Boah, wie viele Früchte habe ich denn? Was geht ab? Wieso habe ich denn so viele Früchte? Habe ich gar nicht gemerkt. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall die letzte Folge angucken und euch den Char mal genauer betrachten. Ich habe da auch ein paar Bilder gepostet von dem. Und die E-Mail steht unter dem Video. Da könnt ihr dann mit ihm Kontakt aufnehmen, falls ihr Interesse an diesem Charakter habt. Ich weiß nicht, wohin mit meinen ganzen Dingern, mit meinen Früchten. Also ich gebe jetzt einfach mal Lau hier eine. Dass ich den Erfolg habe für die, ne, für die Tagesquest, dann verkaufe ich jetzt die Früchte. Ich habe leider keine andere Wahl, weil ich zurzeit keinen Char hochgezogen habe. Meine Halloween-Army ist, glaube ich, auch schon auf Max-Level. Meine ich jedenfalls, müsste auf Max-Level sein. Also so, die haben wir auch. Tack, tack, tack. Tack. Verkaufen. Jawohl. Mein Halloween-Army müsste auf Max-Level sein. Ja, ist auf Max-Level. Halloween-Army auf 8. Jetzt nur noch einmal, dann habe ich sie auf jeden Fall auf 9. Und ich hoffe, dass man diese Sonderchars auch irgendwann mal auf Gold ziehen kann. Weil das wäre bei Halloween-Army richtig böse. Das kann auch ruhig ein bisschen mehr kosten. Das wäre mir ziemlich Puppe. Auch wenn es 15 Orange-Dias kostet, wäre mir das so ziemlich egal. Das würde ich dann investieren. Ne? Das würde ich auf jeden Fall investieren. Zurzeit habe ich knapp 15, das heißt, ich könnte quasi meinen goldenen Zorro auf Gold 1 bringen. Will ich aber noch nicht. Vielleicht, wenn ich danach nicht weiß, was ich hochziehen soll, dann mache ich vielleicht Zorro dann auf plus 1 oder so. Bin ich mal gespannt. Ich warte immer noch darauf, dass hier Jozu und so, dass die irgendwann auf Gold gehen. Jozu und Marco.
Das könnte dann richtig böse aussehen. Aber ich glaube, da macht jeder auf dem Server macht dann seine Viecher auf Gold. Und das ist dann richtig böse. Ne? Kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. So. Ich habe auf jeden Fall meine Kristalle zusammen dafür. Und ich warte einfach nur darauf, dass es losgeht. Ansonsten ist auf jeden Fall mein blauer Fasan als erstes auf Gold. Den werde ich als erstes auf Gold klatschen. Weil mein Zen ist leider noch nicht so weit, dass ich den ins Team packen würde. Ansonsten kriege ich dann nämlich noch Gold als Partner. Das würde natürlich die optimale Lösung sein. Ich muss unbedingt mal gucken, dass ich hier mal wieder was erweitern kann. Das dauert mir alles ein bisschen zu lang hier. Ich weiß nämlich nie, wohin mit den ganzen Früchten. Wenn ihr irgendwann mal an dem Punkt ankommt, wenn ihr nicht wisst, wohin mit den ganzen Früchten, und ihr müsst die verkaufen, dann habt ihr es geschafft. Das ist echt teilweise echt ätzend. Ja, das nerv ich einfach nur. Oder ich habe einfach zu wenig Plätze. Ich muss mal zusehen, dass ich mehr Plätze kriege. Aber ich habe keine Lust, da meine ganzen Baileys halt zu investieren. Oder Berries, mehr oder weniger, aus der Serie. Ne? Will ich halt nicht darin investieren. Weil das kostet eine Menge, Lager auszubauen. Das kostet echt eine Menge. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei 500 Gold oder so, wenn ich das ausarbeiten möchte. Und das ist mir einfach nicht wert, dafür 5 Plätze mehr zu bekommen. Das ist halt schon ein bisschen hart, finde ich. Vielleicht gebe ich ja irgendwann mal im Lotto und dann mache ich das dann. Dann gucken wir mal, ne, ob das so funktioniert. Aber sonst, ne, no go. Geht gar nicht klar. So. Sind wir auch gleich schon durch die Instanz durch. Heute geht das irgendwie so ratzfatz irgendwie. Wir haben so viel Zeit heute irgendwie. Also ich werde immer schneller. Das kann natürlich auch sein. Kann ich auch mal so einen goldenen Char benutzen. Für den allerersten. Einfach mal goldenen Char in die erste Instanz hier reinkloppen. Was man eigentlich sowieso schon mit einem Mann schafft. Aber egal. Boom. Es gibt richtig Damage hier. Macht Spaß. Macht Spaß, macht Spaß. So. Gut. Gehen wir mal hier durch. Machen wir einen zweiten hier. Noch einen. Nehmen wir Till mit, den wir vorhin im Gästekampf platt gemacht haben. Und im PvP. Ne, im Kistkampf war der, glaube ich, nicht. Der war, glaube ich, nur im PvP. Habe ich den platt gemacht. Der war der erste, glaube ich, nach mir, der einen goldenen Zorro hatte. Also ganz persönlich, ich finde den goldenen Zorro hammergeil. Ja, kann ich mich nicht drüber beschweren. Den finde ich absolut endgeil. Finde ich auch gut, dass sie die Goldchars halt ein bisschen verbessert haben. Finde ich total erste Sahne quasi. Und ich werde mir wahrscheinlich auch irgendwann alle nach und nach hochziehen. Die Strohbande in Gold. Dann werde ich da mal so ein Strohband-Gold-Team draus machen. Das ist schon voll geil. Eine komplette Strohbande alle auf Gold. Das wäre der Knaller. Das wäre auf jeden Fall mega geil. Ich finde das sowieso ein bisschen schade, dass die Strohhüte ein bisschen schwach gemacht haben. Weil gerade die, ja, findet man ja halt so geil, sag ich mal. Und man muss dann wirklich, was weiß ich, so Sachen, Leute aus der Marine nehmen. Wenn man jetzt absoluter One Piece Fan ist und steht auf die Strohbande, das ist natürlich ziemlich blöd, wenn man da, ne. Das ist halt nervig. Das ist nervig. Aber, seit ihr auf Gold sind, wenn man der Einzige ist, der die Viecher auf Gold hat, dann, ne, ist das schon ein bisschen was anderes. Ihr habt den Gold Ruffy, ne. Den wollte ich euch auch noch zeigen. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe, weil es ist ja gerade quasi kurz davor. Ich weiß nicht, mache ich das gleich noch? Mache ich noch einen Gold Ruffy heute fertig? Ich guck gleich mal. Wir gucken gleich mal. Wir kriegen das hin. So. Aber den muss ich dann später machen. Jetzt habe ich den benutzt. Das ist ein bisschen blöd, sonst jetzt muss ich wieder, ich glaube, 1,5 Stunden warten, bis ich den wieder benutzen kann. Und dann überlege ich, ob ich den dann doch noch heute raushaue. Ansonsten müsst ihr mal gucken, heute ist ja Sonntag. Ich mache ja die Videos immer sonntags fertig, weil ich in der Woche zur Zeit so wenig Zeit habe. Das nervt mich zwar tierisch, weil ich ja halt gerne mit euch noch mehr machen würde. Aber ich denke mal, ihr merkt das auch zur Zeit an meinen Antworten. Das dauert manchmal über 12 Stunden, dass ich euch antworte. Und früher war das halt immer so nach 5 Minuten oder 10. Und die Zeit habe ich einfach zur Zeit nicht. Das ist blöd. Ne? Das ist richtig blöd. Aber manchmal ist es halt so. So Leute, aber das war's wieder für heute. Ne? Wir sehen uns dann wieder am Freitag. Ich danke euch fürs Zuschauen und denkt dran, ne? Seid wieder mit dabei. Haut rein, ciao.